Hey Leute, heute wieder ein neues Video. Heute geht es um den Audi V8 Evolution. Da geht es jetzt heute weiter. Wir werden ihn heute lackieren und so mit Heckspoiler, mit Evo-Heckspoiler und so weiter. Er läuft wieder. Hatte ich jetzt leider nicht mit Dennis aufgenommen, weil er es gefühlt mitten in der Nacht gemacht hat. Auf spontan. Deswegen konnte ich so schnell nicht herkommen mit Kamera. Aber ja, auf jeden Fall wird er heute lackiert. Heute filme ich selber. Muss ja auch mal sein. Und bezüglich auch des Calibra DTM Editions, wir haben den einfach nicht zum Laufen bekommen. Hab den jetzt zum guten Bekannten gegeben, der hat eine eigene Werkstatt, die kennt sich mit so alten Opels und so weiter aus. Und der macht den jetzt komplett fertig mit TÜV und so weiter. Also ich hatte ihn ausgelesen und dann hat er allen möglichen Spannungsfehler rausgeschmissen. Und bei Elektrik hört es bei mir ganz ehrlich auf. So, aber wenn der jetzt wieder fertig ist und so, dann werden wir da auch noch ein Video zu geben. Da werde ich auch noch ein bisschen was dran machen an dem Wagen. Damit er wieder ein bisschen schick aussieht, weil er hat nun mal hier und da eine Macke reinbekommen leider. Und dann geht es mit dem Calibra Turbo weiter. Und darauf freue ich mich sehr. Aber gleich, wenn Dennis da ist, ist es noch nicht da, dann geht es an dem Audi V8 bei, dass wir den dann lackieren.
ziehen wir irgendwann rüber. Ja. Ja, also hier hinten siehst du, was du filmst, und da siehst du, was du, dass du dich filmst. Oh ja. Oh ja. Okay. Ah, ich sehe mich ja selber, das ist immer so schön, deswegen konnte ich das vorhin so gut machen. Ne? Ja, wir sind jetzt mit den Vorarbeiten fertig und wir werden den Wagen jetzt lackieren. Auf gut Garagenlackierung. Und ja, wir stellen die Kamera hin und dann, boah, vielleicht läuft Dennis auch einfach rum und filmt dabei, ich weiß es nicht. Kamera ist einfoliert, da kann nichts passieren. Und ja, dann gucken wir uns mal einfach dann das Endergebnis an, ne? Und so weiter und so fort. Und dann rede gar keinen Sinn. Oder Rute, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Erzähl doch wir mal. Wir haben gemacht. Abgeklebt, das hat man ja noch gesehen. Geschliffen, denn es hat ja vorab schon ein bisschen getan, so spachtelmäßig und so. Und Heckspoilerlöcher angepasst und so für den Evo-Spoiler und so. Und ja, Schliffen und abgeklebt, ne? Abgewischt und so weiter. So, dass man einfach vernünftig lackieren kann, so wie sie das gehört und so, ne? Ja. Und so. Ich muss zum Friseur. Meine Damen und Herren, Pascal Original Fusch am Werk. So macht man das heutzutage. Ja. Guckt euch das nicht ab. Gibt es da jetzt eine besondere Technik zu? Oder? Einfach nicht so lange auf einer Stelle, sonst kocht das auch. Und muss man das jetzt in gewissen Abständen machen, oder? Einfach schwingen die Kacke. Schwingen die Kacke? Schwingen die Kacke. Ah ja. Gleichmäßig rüber. Und macht man das jetzt in so einem Profi-Unternehmen? Also so. In einem Profi-Unternehmen. Entweder lässt man es in der Kabine stehen, ne, und durch die Abluft zieht das an,
Oder man pustet es mit einem Luftschlauch einfach trocken mit Luft dann. Oder es gibt auch Kabinen, die kann man umstellen auf Ablüften. Und dann heizt der kurz an und dann wird der Basislack auch trockener. Und ja, man nimmt die Pascal Frommhage 1:1 Perfect Edition und man nehme den heißen Föhn. Leute, nächster Morgen, der V8 ist lackiert, die Teile auch und da muss sagen, echt, man hatte echt Glück gehabt, weil wir haben den Wagen dann reingefahren und dann das letzte Teil vom Hecksport habe ich reingetragen und genau da habe ich einen Tropf gemacht bekommen beim Reintragen und dann fing es auch immer wie aus Eimern fing es an zu schütten, da hätte ich mich jetzt fast auf die Schnauze gelegt und ja, aber man muss sagen, dafür, dass es eine Garagenlackierung ist, sieht ja echt gut aus. Klar, ein bisschen Staub und so ist drin, aber das kann man ja alles rausschleifen und auspolieren. Wichtig ist, dass er erstmal in Farbe ist, dass das hier ein bisschen vernünftig aussieht, weil der Wagen nämlich in 2 Wochen als Hochzeitswagen genutzt werden soll. Und dafür muss er schick aussehen. Deswegen hat Dennis auch den Motor wieder so schnell fertig gemacht und so. Und ja, mit Polieren und so weiter. Den wird eh nochmal komplett dann lackiert irgendwann. Und das war es dann erstmal vorerst mit dem V8 und gucken, wann es das nächste Teilvideo gibt. Bis denn!